Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Freunde, es ist wieder soweit. Craft Attack fängt an. Ich bin unfassbar hyped. Heute ist der allererste Tag. Wir gucken mal, was wird heute. Wir gucken mal, was heute passiert. I don't fucking know. Dieses Jahr ist das Jahr, wo ich die Base fertig baue. Ihr werdet in diesem Video sehen, wie ich die Base fertig baue, Freunde. In dem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Let's go. Yo! Was geht? Hey, was geht? Ich die ganze Zeit, während Papa Platte sehr laut lacht. Sorry. Okay, hör mal zu, Papa Platte. Bist du aktuell am Spawn? Ich bin aktuell am Spawn, ja. Du kannst dir merken, GAG Area ist ja Nordwesten. Deswegen flieg am besten schon mal in den Nordwesten und wir treffen uns bei so minus 1000, minus 1000. Denn dort haben wir unseren Hub. Okay, und da du meinst, du hast da auch einen Spot, wo ich bauen könnte, rein theoretisch. Auf jeden Fall, du hast freie Wahl, sage ich mal. Du kannst noch echt aussuchen, worauf du Bock hast. Okay, ich fliege einfach mal hin und wir gucken mal, was wird. So, first things first. Wir looten uns direkt mal hier ein paar Sachen raus. Klassiker, wir sind nicht zum Spaß hier. Das hier ist auf jeden Fall der Hub. Hier kannst du immer wieder betteln und nach Hilfe. Betteln? Naja, es ist halt aktuell. Würdest du mich einschätzen wie ein Bettler? Ja. Naja, gut. Möchtest du in die Nähe von mir oder ist das dann eventuell etwas, was ich bereuen könnte? Ich würde schon gerne in die Nähe von dir. Aber ich brauche auch viel Platz, weil ich habe Großes vor, dieses Crafted Egg. Ja, Papa Flöte, du hast sehr Großes vor. Ne, ja. Ich sehe dich da nackig mit deiner Melone. Was geht, Chef? komplett nackig bin ich nicht. Ich habe schon mal einen kompletten Stack Cobblestones gemobst und Planks und Crafting Table und ich habe goldene Karotten geschenkt bekommen am Spawn. Ich würde dir erstmal ganz kurz, kennst du das neue Crafting Feature, wenn man sich mit Rechtsklick in ein Bett legt? Also wenn du ein Bett erstmal rechtsklickst. Oh nein, das ist krass. Das ist so, das deine ist Tradition krass. Für die zweite Folge. Das ist krass. Komm mal mit, mein Bester, komm mit. Folg mal, Basti, unauffällig. Ich will meine Melone zurück, Bruder. Gib mir meine Melone. Großer. Melonen sind hier sehr, sehr selten. Ist das krass, jetzt muss ich mir eine eigene Melone abbauen. Ist schön, wieder hier zu sein. Real Talk, ich habe richtig Bock dieses Jahr. Ich freue mich richtig. Ich habe mir auch ernst vorgenommen und ich bin gespannt, ob ich das einhalten kann. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr wirklich auch fertig zu bauen und dieses Jahr auch ein bisschen länger zu zocken. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz aus der Gruppe raus. Oh nein. Hi. Moin. Moin. Moin, moin. Moin. Was geht ab? Was macht ihr? Chillen. Ein bisschen abhängen. Haben wir euch beim Rauchen erwischt oder was? Was habt ihr? Wieso so geheim? Basti hat mir gerade seine Elfbar gegeben. Okay. Nee, ich zeig was geht ab. Willkommen im GRG-Gebiet. Danke. Ich wohne bei Noriax. Ihr habt ja schon einiges. Mein Beileid, Bro. Oh Gott. Hey, ganz kurz, wie bist du denn da reingeholt? Hallo, ganz kurz. Erstmal Spark zu mir. Warum denn Beileid, Digga? Das wird eine richtig geile WG, Junge. Ja, das wird der Hammer. An seinen Vater zeigen. Ja, oder? Ja, okay. Das heißt, Trimax XXL Farmgebiet kommt hier in die GRG. Nein, auf bitte nicht. Max, wenn ich dieses Jahr eine geile Base baue, ja, und ich will mir dieses Jahr wirklich Mühe geben, und dann ist nebenbei der Base als einzige Aussicht eine riesige verschissene Kaktusfarm, Bro, dann knallt. Kein Problem. Nein, wehe, ich hab Bro. Ich habe das ganze Jahr lang auf dem Autocraft-Server Farm gebaut, um meine Farmsucht zu befriedigen. Hier kann ich jetzt chillen. Oh, okay. Also keine Farm dieses Jahr, okay. Du ja, nur eine kleine Eisenfarm und ein bisschen Holz, aber sonst nichts. Noriax und ich machen nur einmal eine Pyro-Show. Okay. Ja, kleine, cool, ich bin für die Pyrotechnik verantwortlich. Cool, also, Leute, richtig fresh. Ist doch geil, wenn jemand ein Event organisiert. Was machst du denn für ein Event? Ich? Dich ausloggen an Tag 2. Oh, gefickt. Nee, aber Dr. Banks meinte, wir müssen. Okay, tschüss, Leute. Ciao, bis wieder. Tschüss. Ey, schönen Tag noch. Ich hoffe, das Wetter bleibt gut. Ja, willst du mir kurz mal zeigen, wo du baust? Ja. Hier. Und du könntest rein theoretisch, komm mal mit, diesen Wald, den du meintest, der kommt hier in diese Richtung. Ja, ich bräuchte halt möglichst was Ebenes. Also ich bräuchte es sollte so eben sein wie möglich. Ich glaube, das hier vor uns, von wem ist dieses Portal da hinten? Wir gucken mal, ich weiß es gerade selber nicht. Weil da wäre eigentlich ganz geil. Ich brauche halt richtig viel Platz. Ich habe, wie gesagt, ja, aber großes vor, lol. Das ist halt wirklich ein Fehler, das am Anfang so zu sagen. Ne? Mann, nein. Das hier ist das Craft Attack, wo ich performen werde. Nein, wirklich.
Nein, nein, guck dir mal ganz kurz, von wem das Portal oh, ist. Oh nein, Digga, ist das von Stegi? Es sieht mir ein bisschen so danach oh, aus. Oh nein. Bruder, was macht der denn hier? Ey, hallo? Ich baue hier. Nee, was? Ich baue hier. Ich hab das schon geclaimt. Bau dein, nimm dein Zeug und geh weg. Ich baue hier. Nein, bitte nicht. Nur Leute, die das ganze Jahr gestreamt haben, dürfen hier bauen. Nein. Stegi, wo, ganz kurz, wo ist deine Grenze nach Süden? Dort, wo du sie ziehst. Also hier, wo ich stehe. Der Arme, bevor ich jetzt hier in der Arme stehe, willst du ihn mal... Nein, willst du kurz erklären? Willst du kurz erklären, warum ich so bin, wie ich bin zu dir? Ja, es tut mir leid, ich war nicht so der Fairste. Aha, okay, was bedeutet das? Nee, ich hab Scheiße gebaut. Oh shit, warum? Was hast du gemacht? Ja, das ist ein langes Thema, oder? Ist es ungefähr 8 Monate lang? Also ihr müsst euch vorstellen, Stegi hat mir 8 Monate lang nicht geantwortet, hat mir nicht geschrieben und ich habe Stegi echt oft geschrieben und habe Stegi Postkarten geschickt, wo ich drauf geschrieben habe, hey, melde dich doch mal bitte endlich wieder. Weißt du, was aber er bei Stegi mir gemacht hat? Bei mir war er vor Ort in der Wohnung und wollte auf Biegen und Brechen meinen Live-Standort haben, damit er mich stalken kann, dieser Hund. Der wollte abholen, während ich mit Marsha Dates habe, dieser Wichser. Also okay. So genau hätte ich es nicht gesagt, aber... Okay. Also, ich wollte noch ganz kurz erzählen. Also Stegi jedenfalls 8 Monate länger nichts gehört und so. Dann hat sich aber Stegi im August zu meinem Geburtstag gemeldet. Super nett, hat mich super gefreut, ich hab ihn lang geantwortet, gesagt, ey, danke, dass du dich mal endlich wieder meldest. Ja, ist nett. Stegi hatte mir geschrieben, ich ruf dich morgen mal an und wir reden mal ganz viel, ne? Wir reden ganz viel. Stegi hat sich den nächsten Tag nicht mehr gemeldet. Aber weißt du, wann er sich gemeldet hat? Wann denn? Stegi... Tatsächlich am Tag der Offline-Aufnahme hat er mich mal wieder angerufen. Aber merkwürdig. Oh, shit. Nein, Stegi, wir sind doch jetzt hier und ich freue mich ja auch, dass du wieder da bist. Aber, nee, aber ich muss echt dazu sagen, ich habe wirklich Scheiße gebaut. Das stimmt. Wenn Basti ein bisschen harscher zu mir ist, dann ist das okay. Zieh dich aus, gib mir deine Diamantrüstung. Das geht. Viel Spaß. Eisen reicht mir eh. Okay, ich würde mal weiter gucken, wo ich quasi bauen kann. Ich muss ganz kurz nochmal einmal den Chat hier kurz ein bisschen kleiner machen. So. In den Chat gucken. Nee, aber so. Kevin, ab hier ist halt alles entspannt, ne? Da musst du dich jetzt mit den Leuten hier halt einigen. Da kann ich auch nicht ganz genau sagen, wer jetzt hier wo was macht. Stegi, weißt du da mehr? Also baut hier wirklich irgendwer? Oder baust du hier oder so? Ja, also ich würde hier bauen und Paluten, aber guck mal. Also Mann, Paluten baut hier nicht. Hör auf, dir das einzubilden. Doch, Paluten baut irgendwo alleine ohne dich, Digga. Wo ist denn dieser Paluten? Digga, ist das hier Edgar? Ist das hier Edgar oder was? Ja, das war wirklich Edgar zwischendurch. Paluten war hier. Nein, er hat mit uns geredet. Ist Paluten gerade mit uns im Raum? Bro, Paluten wirklich hier. Ihr müsst checken. Also ich mach ganz viel mit Paluten. Er ist jetzt gerade nicht da, er ist jetzt gerade bei anderen, aber er wird bestimmt, irgendwann kommt er hier hin und dann wird er hier auch mal was machen. Er wird nicht kommen. Und ich will zeigen, ihn gibt es. Ey, das Ding ist, ich kann halt nicht, guck mal, da hinten ist halt ein Schneeberg. Ich kann halt jetzt nicht an einen Schneeberg da mit Quarz drauf bauen. Das ist halt wirklich ein totes Projekt dann. Checkt ihr? Also das geht ja nicht. Das sieht ja überscheiße genau aus. Genau das würde das Projekt tot machen, glaube ich. Nein, aber ich meine, das ist also ein totes Bauprojekt von mir, meine ich. Paluten hat sich gerade eingeloggt. Yo, Palle, was geht? Mensch, Palle, was ist los? Das ist so existiert. Korrekt. Red jetzt mal mit denen kurz. Red doch jetzt. Palle. Palle ist irgendwie mega schüchtern. Palle. Oh, liege wie. Ich glaube, Palle, Mikrofoneinstellung ist ja, kaputt. Lass Palle auskritten, los. Nee, chill kurz. Palle. Ja. Ich würde euch dann erstmal machen lassen. Kevin, du musst dich jetzt einfach, du wirst es schon hinbekommen. Entweder auf dem Berg oder eben nicht. Ja, ich werde es hinbekommen. Danke, Chef. Ein bisschen Gedanken. Ne, du weißt Bescheid. Also mach ich. In diese Richtung geht es immer wieder zurück. Mach ich. Nochmal in der Gruppe, aber ich muss mal ganz kurz jetzt hier mal bei mir was machen. Yo, BG, geh bei Google Erebor ein. Nee, wir haben ja eine Idee für das, was ich bauen will, habe ich ja. Ah, okay, ich verstehe, aber... So mäßig diesen hier. Du musst Re-Rap nur Vierecke bauen. Ja, eigentlich ist es easy, ne? Erebor und Minecraft als Inspo. Yo, okay! What the fuck? Okay, yo, what the fuck? Ich habe das Gefühl, das haben alle anderen Leute schon vor Craft Attack gemacht. Und ich habe es ja auch schon vor Craft Attack mir überlegt, was ich bauen will. Und jetzt stehe ich hier und mein ganzer Chat sagt, mach das. Bau was anderes. Aber ich find's cool, fuck. Alter Schwede, ja. Okay, sowas ist aber satisfying. Das wird echt schwer sein, es umzusetzen, so. Aber sowas in die Richtung wäre geil.
Boah, das wäre krass, oder? Boah, ich glaube, das wäre übelst geil. What the fuck? Also, wir schmeißen das komplette Projekt komplett um, alright? Diesen Tempel, den ich bauen wollte, machen wir nicht. Wir bauen das hier. Das hier in abgespeckter Version mit diesen Blöcken. Wir fangen erstmal an und gucken dann, was wird. Die Rüstung haben wir ja schon mal. Hugo ist auf dem Berg. Warte mal, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ey, Hugo, ich baue hier. Ey, Papa Platte. Nein, Bruder, bitte. Wirklich, ich habe alles geplant. Nein, ich habe nichts gemacht. Er hat Dan oben ein Schild geschrieben. Nein, habe ich in Retalk nicht. Ich habe alles geplant hier. Oben. Wieso baust du gerade ein Schild ab? erklär mal, was du machen willst. Vielleicht finden wir, kommen wir auf einen Nenner. Also, kannst du dich an Classic 11 erinnern? Wo deine Base übel scheiße aussah? Daran kann ich mich noch erinnern, ja. Nein, also ich will eine Burg auf on top von dem Berg. Ja, das sah doch aber beim letzten Mal schon scheiße aus. Warum versuchst du es nochmal? Oh, nein, ey, Digga, der Berg ist anders. Der Berg ist anders. Also guck mal, du könntest es hier hinten bauen. Du hast das Recht zu reden. Hier könntest du es bauen. Ja, Digga. Einfach ganz weit weg, noch weiter in die Richtung laufen. Einfach. Aber warum baust du nicht da drüben? Das ist doch geil da. Digga, ich... Ja, geil. Okay, wenn es geil ist, dann gehst du noch dahin. Nee, für mein Building ist ja nicht geil. Ja, aber für mein Building ist... Ja, Mann, ja, du hast das Rederecht hier. Du warst zuerst hier. Mann, Hugo, also das Ding ist, wenn du mir versprichst, dass du es nicht kacke baust, dann kannst du hier bauen, wenn du willst. Nein, mach nein, wirklich nein, nein, Retalk, das kannst du wirklich nicht machen. Das kannst nicht du wirklich mal, nicht machen. Nicht wegen gut und schlecht. Seine Base sind Witherspawn. Ach so, also, weil du da so Action machen willst für Content, ne? Ja. Wir werden da dann alles verpiss dich hier. Nee, dann verpiss dich. Realtalk, dann verpiss dich. Och, Mann. Ja, okay, ich geh jetzt. Hau rein, Bro. Mein Sohn. Ey, Realtalk, lass uns gar nicht lange rumfackeln. Ich will es diesmal wirklich fertig bekommen. No joke. Ich weiß, ihr schreibt jetzt in die Kommentare. Aber ich werde es dieses Jahr wirklich fertig bekommen, okay? Und das wird nichts, wenn ich jetzt hier nicht irgendwie auch mal anfange. Digga, was geht denn hier ab, Junge? Guck dich das an, 10 Leute drin. Ja! Ah! Papa Platte! Oh, okay, yo, was geht ab? Alter, Crafted Explorer gewesen. Mom. Hey, da darf ich. Sky hey. Bei die hey, Toilette. Brain Rot. Die Shoreline. Shoreline, Moreline. Heiko, ich habe eine wichtige Frage an dich. Anwesend. Möchtest du ja, diese Staffel. Müsstest du mich heiraten? Meine Frau werden. Sprengmeister sein. Frau werden. Warte mal ganz kurz. Das ist alles so krass. Heiko hat gerade Tränen in den Augen. Steg, hier kannst du Bros am Wein. Das hat alles angefangen, Basti. Das ist, als hätten wir gerade unseren Jahrestag. Lass uns heute auf jeden Fall noch eine kleine Sprengbesprechung machen, weil du musst eine Einkaufsliste schreiben. Heiko, willst du mir eine Eisenfarm bauen? Oh. Wow. Immer ja, gerne. Das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Ich hasse euch alle so sehr, das ist krass. Leute, aber seid ihr Hashtag Team Basti GRG? Nein. Was? Ich bin Team Basti zockt. Oh, Alter. Boom. Harter Call hier. Das hättest du jetzt nicht sagen sollen, weil das würde jetzt, damit würde jetzt 3 Staffeln noch zu dir kommen. Ach so, oh nein, wie, warum? Morgen TikTok. Oh nein, ist krass. Ja, was machen wir gerade mit denen hier, Digga? Wir Basti, eine Glatze? Sei froh, dass du das zeigst. Oh mein Gott, warte mal, war Basti zockt der her dieses eine TikTok gemacht hat über dich? Ja. Oh mein Gott, geil. Legendär, beste Mann. Wir spielen auf einer Seite. Er verbreitet auch Fake News. Er verbreitet auch Fake News über Basti, ich lieb's. Ja, voll cool. Ich muss mir noch überlegen, was ich dieses Craft Attack für Fake News über dich verbreite. Oh, ey, können wir nicht einfach auch andere coole Sachen machen oder so? Nee, wäre schon eigentlich ganz cool, über dich das zu machen. Das ist schon eigentlich am coolsten halt vom Ding. Kevin, du weißt, dass ich hier noch ein bisschen mehr Macht habe. Also ich kann da teilweise ganz unangenehm gestalten. Werde ich gerade erpresst? Nein, was? Erpresst, dass du keine falschen Wahrheiten über mich verbreitest? Das ist jetzt nicht. Hast du mich gerade erprossen? Nein, komm hoch, komm hoch. Man darf nicht mal mehr falsche Fakten spreaden, Digga. Gehen wir Digga, ganz ehrlich, man Deutschland geht zum Grunde wegen Basti GRG. Nichts darf man mehr. Hey! Hey, Chef! Chef, wie läuft's? Ja, gut, ich brauch ein bisschen Sand. Geil, ich hab schon kann gehört. Kann ich mir ausleihen oder so, oder? Oder gehört das hier? Ja, nö, nimm ruhig. Ah, sehr gut. Naja, wird schon passen, wa? Wird schon passen. Das stimmt. Das Palle, was baust du? Hast du irgendeinen Plan, was du bauen willst, dieses Crafting? Ja, guck mal am Horizont. Dort ist eine legendäre Skyblock-Base. Warte.
Ich folge mir unauffällig. Oh, warte, Minecraft. Ah, geiles Movement, ja. der war jetzt persönlich. Jo, ich habe vorgestern, weil es gegen so ein Skelett gekämpft ist, war das Traurigste, was ich jemals gesehen habe. Ich habe so 4-5 Schläge gebraucht. Aber du hast auch so Varo gespielt und so, oder? Ich habe letztens so ein Video gesehen, da hast du so jemanden so richtig ausgekrittet. Ich weiß nicht, wer das war. Ja, Moment mal, aber das waren die glorreichen Zeiten. Varo 1 habe ich sogar gewonnen. Oh ja, aber okay, krass. Das wusstest du nicht? Nee, ich bin nicht so drin. Okay. Ich hab. Sorry. Ja, warte, komm mal kurz zur Seite, Kevin. Ja. Komm mal hier, wir müssen einmal kurz quatschen. Ja. Ich habe gehört, dass du mich früher einfach nur benutzt hast. Nein. So würde ich das nicht sagen. Ja, ich habe dich in erster Linie gefeiert. So. Das würde ich als erstes sagen. Aber ich habe auch einen taktischen Streamer gemacht, dass ich quasi gesagt habe, ich streame jetzt einfach so lange, bis Paluten offline geht, weil das hat dann einen chilligen Viewboost von so 100 Viewern gebracht, einfach auf ganz entspannt. Und das waren früher glorreiche Zeiten. Ja, das war krass. Also, warte, komm noch mal kurz weiter zur Seite. Mhm. Dann nur was zwischen uns beiden. Ich habe das gleiche damals gemacht mit Simon. Aber pst. Ja, okay, check. Ey, aber zeig mir kurz noch, was du bauen wolltest. Ach so, ja, du siehst es bereits am Horizont. Nee, sehe ich nicht. Wieso? Warte. Also, Palle, bei aller Liebe, ich sehe da jetzt nichts halt. Also, wo guckst du hin? Da ist nichts. Doch. Nein. Warte, doch. Willst du mich verarschen? Bro, hier ist vorne. Wie, wo? Da, geradeaus, am Himmel. Mach doch mal die Render-Distance über 8. Mann, die ist über 8. Ich hab die auf 24, hier ist nichts. Oh, da hinten kommt was. Ja, doch. Ja, da ist es. Okay, sorry, Alter, was hast du für einen kranken PC, Alter, holy shit. Möchtest du eine Room-Tour? Bruder, also da ist, also, gibt's die überhaupt schon einen Room? das war mein Problem. Ich brauch Sand, weil ich habe noch keine Fenster. Digga. Und dementsprechend, also, jetzt bin ich eigentlich von meinem Ziel wieder komplett weggelaufen. Lass mal wieder zurück. Ja. Und dann hole ich mir den Sand und dann, was hattest du gerade vor? Ich hol Holz. Ich würde nachher nochmal vorbeikommen, wenn du weiter bist, und dann würde ich nochmal zur Room-Tour vorbeikommen. Genau, dann gibt es eine fette Roomtour, klar. Easy. War schön mit dir zu sehen. Jo, bis später. Boah. Alright, also, wir haben richtig viel vor. Wir müssen jetzt hier so eine Kurve reinknallen. Ich weiß noch nicht genau, wo wir das machen. Ich hatte überlegt, vielleicht so hier so eine Kurve reinzuziehen. Oder? Also hier soll so der Eingang sein, hier so. Dafür müssen wir so ein bisschen hier wegnehmen, I guess. Right? Also, ich würde sagen, wir nehmen mal so dieses bis hier, nehmen wir mal weg. Irgendwie so. Ach du Scheiße, das wird richtig dauern. Aber wir fangen mal an und gucken mal, wie weit wir kommen, Freunde. Okay, yo. Wir müssen noch dieses Bit machen, Freunde. Also noch 2, 4, 6, 7 Schichten. Dann gucken wir erstmal weiter, wie wir weitermachen. Okay, also jemand hat mir ein Texture Pack gemacht. Ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hat. Wir gucken mal. Okay, mein Bett sieht ein bisschen komisch aus. Ich glaube, es ist das Totem ist hier wohl anders. Totem of Undying. Hm. Oder ich muss nicht mal sehen, was es genau ist. Ich sehe es schon so. Ich check schon so, was es ist. Warte mal, ey, Heiko? Jo? Kannst du mir ganz kurz den Totem droppen? No, Joe, du kriegst es direkt zurück, versprochen. Ich habe nur ein Texture Pack, was ich kurz testen will. Digga, das ist respektlos. Okay, ja, du kannst wieder haben. Was hast du? Ich brauche auf jeden Fall einen Totem. Das ist halt krass. Ich überlasse es dir alleine dafür, damit du das Ganze drin haben kannst. Wow, danke, Bruder. Wait, hast du es gesehen? Warte, du musst noch... Ja, ach, ja. Ach, Scheiße. Ja, kein Gipfeltag bitte rausnehmen. Ey, das ist aber geil. Nein, das ist nicht. Es ist super. Das sieht wirklich sehr gut aus. Nee, hier kommt nicht. Digga, der sieht so stark aus. Real Talk, der sieht stark aus. No joke. Hier rechts neben den Öfen noch mal unten, das ist eine Trapdoor, da musst du rein. Ah, okay. Weil ich finde den schon geil. Danke dir. Ja, ohne machst du den, Kevin. Bro, guck mein Stream. Nein, du hast dich gemütet. Ist das krass. Wo komme ich? Steht der Plan noch, Noreax, dass wir Kevin töten? Was? Hä?
Habe ich nicht gesagt, habe ich nie gesagt. Wie, was? Was für Typen? Nein, du auch gehört den. Ach so, Bruder, ich habe, Digga, warum wird mir alles in die Schuhe geschoben? Ich will gar nicht, ich will einfach nur chillen und Spaß haben und glücklich sein. Krass, ich will endlich mal wieder Glück finden nach Jahren. Ja, Bro, gib auf. Soll ich aufgeben? Soll ich auf die Hater hören? Nein, ja, hör auf die Hater. Na gut. Pack die Fritten in die Tüte. Ich war wirklich die Fritten in die Tüte schon am Tun. Was machst du gerade? Ich klaue bei meinem guten Freund Basti AG seinen Amboss. Digga, du hast aber Eier wie aus Stahl. Ich könnte dir auch einen Amboss geben, einfach so. Boah, wäre krass, Nojo, wäre krass. Ich fahre die ganze Zeit hin und her. Willst du mir dein Grundstück zeigen? Also, das ist der Handel. Will ich das? Muss ich Angst haben dann? Da hinten? Nein, ich will mir nur einen kleinen Checkpoint machen. Das ist so wie, wo ist. Ja, 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 easy. Ja, easy. Ich habe aber noch nichts gebaut, ne? Aber Paluten baut bei mir in der Nähe. Wir gehen kurz einmal bei Paluten vorbei. Oh, zeig. Ich höre hier schon 20 Leute. Oh. Oder höre ich die nicht? Ah, doch! Hallo! Hey. Hallo, Patrick! Was geht? Hallo. Schön, dich zu sehen, mein Freund. Gib mir erstmal eine Umarmung. Komm, lass dich drücken, Kumpel. Oh, ja, komm her. Lange nicht gesehen. Schmatzer links, Schmatzer rechts. Du siehst gut aus. Ich hab dich wirklich ein Jahr lang vermisst. Du hast mich vermisst. Du kannst mir doch immer schreiben. Nee. Warum denn nicht? Haben wir uns in Discord? Ja, ja. Wir haben uns auch auf Instagram. Wir haben uns auf Skype. Aber du warst ja generell nicht so... Okay. So, Papa Platte, dass du mir den Moment genommen hast. Bruder, ihr checkt gerade nicht. Wie schnell warst du wieder hier? Lala, ganz kurz. Bruder, holy shit. Patrick da, ich bin da. Ihr checkt gerade nicht, das sind drei Generationen hier. Ja. Er hat gestreamt, du bist früher online gegangen, damit du Viewer hast. Du streamst, ich gehe früher online für Viewer. Das sind drei Generationen. Bruder, magisch. Ja, aber wow, Familienfoto. Okay. Ja. Alle Menschen? Jungs, okay. Jungs? Ja, okay. Ja, warte. Okay, Jungs, okay. Wer macht? Ich hab. Okay, Auslöser gedrückt, okay. Ey, Jungs, darf ich ganz kurz mit euch reden? Ja. Okay. Ich komm mal kurz rein, weil wegen dem Regen und so weiter. Korrekt. Alter, Edgar, yo! Paluten, hast du einen Chai oder so? Hast du Ayran? Hast du eine türkische Müllermilch für mich oder so? Geht zum Kühlschrank, ja. Ich hab da so, ja, ich guck mir mal einen Ayran. Genau. Das sind wir doch, oder nicht? Ja, aber warte, der eine von euch beiden, hier Papa Platte, du hast doch Kevin, du hast doch einen guten Draht zu Basti. Ja, hab ich. Du musst doch, ihr seid doch beide wie Brüder praktisch. Ja, wie Arsch und Hose, wie man sagt. Mal so ein bisschen im Zaum. Merle hat gesagt, ich muss in einer Woche Steuern sechs Dia-Blöcke zahlen. Das haben die mir auch gesagt. Ich musste sieben zahlen. Aber sie, echt? Ja. Aber ich habe eine Idee. Du bist doch GAGler, oder nicht? Ja, aber die meinten, das ist so die Eintrittsgebühr quasi, dass man hier Schutz hat. Und 16, okay. Ich muss 16 zahlen sogar anscheinend. Ich bin dafür, wir stürzen Basti AG. Eure Meinungen. Ja, aber wie, wollen wir, also ich will auf jeden Fall diese sechs Blöcke da nicht zahlen oder die 16. Genau, und deswegen müssen wir da, wir müssen protestieren, wir müssen Briefbotschaften verschicken, wir müssen Drohungen raussenden, wir müssen Warnungen aussprechen, wisst ihr, wir müssen richtig mal aufdrehen. Ich glaube, Edgar riecht gerade an deinem Arsch, by the way. Oder Edgar, wo ich war seit zwei Wochen nicht duschen, Digga. Er dreht sich um, der hat immer einen dicken Schnipp, Digga. Edgar's tot, Jungs, Edgar's tot! Oh Mann, Digga. Mann, Spaß. Ich hab Edgar nicht getötet, alles ist gut. Nee, das Ding ist, nee, ich denke, müssen wir das von innen machen. Und ich glaube, okay. Kevin, also dir vertraut Basti. Ja. Und in einem schwachen Moment, einfach weg mit ihm. Ja. Ching, ching, Messer im Rücken. Erster Tod. Ja. Seit wann ist das letzte Mal ein Craft Attack drauf? Weiß ich nicht, aber Basti muss sterben. Ich würde hier ganz kurz OOC reingehen. Wenn sie was mit Basti töten, da bin ich leider raus. Er hat meine Adresse und meint, er wird die veröffentlichen, wenn ich die töte. Also da bin ich raus, Jungs. Okay, also ich bin bei viel Spaß dabei, aber bei so einer kranken Scheiße bin ich persönlich raus. Also das geht mir. Naja, nee. Jetzt uns immer noch einen Plan machen, wie wir aus den Steuern entkommen. Ja, wir zahlen die einfach nicht. Real Talk, einfach nicht zahlen. So wie ein Echtiger, wie ein einfach Echtiger. Nicht, okay. Einfach nicht zahlen, was sollen die machen? Ich zahle dir einfach nicht. Du hast recht. Oder? Okay, in dem Sinne, dann haben wir's. Ich werde jetzt kurz einen MLG hitten, bis gleich. Der ist tot. Boah, holy shit. Holy shit, let's go, easy. Geil, gute Arbeit, ich bin wieder am Ackern. Ciao, ciao. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, das hat so lange gedauert. What the fuck? Oh, wait. Wait, wer ist er? So, jetzt abgeschlossen.
Alright, YouTube, wir sind fertig. Wir haben gerade kurz unterbrochen, weil ich im Fernsehen war, beziehungsweise gleich im Fernsehen sein werde. Und wir bauen jetzt weiter, Freunde. Wir müssen jetzt hier so eine Diagonale ziehen. Ich glaube, so roundabout, so mäßig. Ach, Real Talk, Wilbo wird das eh nicht reinschneiden, dieser kleine Wichser. Falls doch, okay, falls doch, falls das hier das YouTube-Video ist, alright, falls das das YouTube-Video ist gerade, wir machen jetzt hier quasi so einen diagonalen Cut und bauen sozusagen diesen Part hier auch noch ab. Also wir holen hier so ein, von oben gesehen so ein Dreieck noch raus und dann gucken wir weiter, würde ich sagen. Yes, sir. So. Yo! Die Arbeit ein Ende. Das Hamsterrad ist vorbei, ich komme raus. Ich hole Yo! Yo, was geht, Papa Platte? Was geht, Bro? Hast du Netherite-Stuff dabei? Ich habe Netherite-Stuff für dich dabei, für den Hungerslohn. Ja, du kriegst dafür 5 Subs. Ich habe das Gefühl, du wurdest übelst aufgerippt. Ja, ich lieb's einfach, Multimillionären für wenig Geld Sachen zu bringen. Das ist so mega geil, die bezahle ich direkt. Ja, ja, vielen, vielen Dank, Mann. Danke, mein Bester. Wenig Geld war auch toll. Haha. Was hast du gesagt? Geld. Ein Resub, so, weißt du? Nee, warte, gib nicht 5 Subs, sondern subbe 5 Monate im Voraus selber. Das ist mehr wert. Nee. Hä, warum? Nee, dann gib dich lieber die 5 Subs, glaube ich. Digga, geile Emotes, so geiler. Das ist mir zu peinlich. Danke, Bruder. Real Talk, vielen Dank. Sehr, sehr geil. Dankeschön. So, jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn ich jetzt theoretisch die Wither Skulls und den Beacon vor wieder dem kleinen Hund hole. Ja. Naja, kann ich ihm da das Angebot abrufen? Wenn du mir vor Wieland morgen... Ich mach das heute noch, halbe Stunde. Okay, wenn du mir heute noch den Beacon bringst, dann kriegst du die 40 Subs. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay, okay. Wieland, ganz kurz, warum heißt diese Gruppe hier Verräter? Naja, ich hab gedacht, das erkennst du direkt, wo du rein musst, wenn du das siehst. Okay, pass auf, das Ding ist, du hast ja noch nicht angefangen. Na klar, ich hab alles Eisen, ich hab jetzt 100, also ich brenn's gerade, hab alles Eisen und baue mich gerade durch den Nether, riskiere mein Leben, Alter, um die Netherköpfe zu farmen. Okay, schau. Wenn das so ist, dann würde ich einfach sagen... Dann scam ich nicht dich, sondern Noriax. Okay. Das ist doch nicht fein. Aber du kannst mich doch nicht verraten, Alter. Ich habe direkt danach angeschaut. Für mich klang das vorhin so. Ich habe 3 Stunden jetzt Eisen Hättest du für mich klang das jetzt vorhin, das ist? Ja, check ich. Auszufüllen. Für mich klang das jetzt so, als hättest du noch gar nicht angefangen und du würdest morgen früh anfangen. Nee, ist nicht so. Und deswegen war ich so ein bisschen so, what the fuck? Das haben wir nicht ausgemacht. Ja, so ist es nicht. So ist es nicht. Gut, nee, dann never mind. Dann, warte mal, aber wie viel kriegt Wieland dafür? 40 Subs. Okay, check ich. Ist ein fairer Preis, kann man nicht sagen. Leute, ich würde übelst gern mit euch weiterlabern, aber ich bin jetzt gleich im Fernsehen. Deswegen würde ich ganz kurz rausgehen aus dem Call. Okay, juckt, aber die 40 Subs stehen. So, ganz kurz. Ja, ja. Sorry. Gut, tschüss. Sorry, ich wollte irgendwas Corny-mäßiges sagen. Warte, ich schreibe noch kurz. Ja, ja. Noriax, so, hey, ja. Unser Deal. Ist geplatzt. So, du richtig. Alright. Wieder danke, du bist der Beste. Hey, herrlich, Mann. Entschuldigung. Könnten Sie. Herrlich. Ey, das war wirklich krass. Das hat wirklich Spaß gemacht. Digga, das ist wirklich so geil geworden. Yo! Oh mein Gott, holy Kelvin, shit! Kelvin! Kevin! Yo! Kevin! Yo, fuck, der Game Master! Habe ich etwas vorbereitet? Ich bin der Game Master. Scheiße. Möchtest du... Nein, oh mein Mann, Digga, Feister. Bro, ich war eine halbe Stunde kurz weg, was gucken, Digga. Ich bin der Game Master. Und du wirst dich jetzt innerhalb von 5 Versuchen an diesem Jump'n'Run testen, um einen epischen Preis zu gewinnen. Oh nein. Hast du Marvin eingesperrt? Marvin ist sozusagen eingesperrt in dieser Höhle da hinten. Und du kannst ihn am Ende holen. Oh mein Gott, okay. Okay, ich mach das First Try. Okay, wie ist es bis jetzt? Mucke. Aus. Ne, doch, machst du gut. Bruder, hast du extra Slime-Blöcke dafür organisiert? Na klar, ich bin der Game Master, Bruder, für mich ist das easy. Ah, oh, fuck! 1 von 5! Yo! Mucke. Yo, okay. Ey, ja, du brauchst eigentlich so Voice-Mod noch.
Ich hab keine Voice-Mod installiert. Du musst einfach denken, dass ich böser wirke, als ich bin. Ja, Wilbo macht das im Editing. Alles gut. Sag mal was, Wilbo hat dich jetzt editiert. Der Game Master sagt, mach 6 Backflips oder Marvin wird sterben. Ja, es funktioniert. Es funktioniert. So, aber willst du die ultimative Challenge schaffen? Ist das Game Master Pferd da neben dir? Damit bin ich angeritten, ja. Willst du diesen Sprung schaffen? Boah, ist das peinlich. Ich hätte einmal vorher jumpen müssen. Scheiße. Fuck, man, Marvin wird sterben. Marvin! Marvin! Ich werde Marvin mit einem Bolzenschneider die Haare abschneiden. Und ihr wisst, Marvin liebt seine Haare. Ich liebe die Prank Bros. Ernst? Ich hasse sie. Bruder, du bist der Game Master, du hast die. Fuck. Oh, Digga, Stress. Marvin, ich hab schon ein paar Nocken abgeschnitten. Fuck, Digga, man, Jump'n'Runs sind so tricky. Ich weiß nicht, ob du gerade für Content... Nein, das ist wirklich... ob du wirklich so scheiße bist. Nein, das ist wirklich schwer. Wer aufgibt, hat bereits verloren. Boah, Brüll. Digga, ich hab es dir gerade einfach... Wir schneiden das raus. Okay. Wir schneiden ihn raus. Sag, mach nochmal die Antwort für den 5. Try. Dein allerletzter Versuch, Kelvin. Ach nein. Wenn du das nicht schaffst, dann... Das ist der 5. Es gab nie einen anderen 5. Dann schneide ich ihm alle Locken ab. Nein. An seinem ganzen Körper. Und jeder weiß, er liebt seine Locken. Leute, wenn wir die 15.000 Likes stacken, kriegt er noch einen Try. Mann, Digga. Bro, das ist... Ich bin zu aufgeregt gerade. What the fuck? Nein, ich glaube, er wird's schaffen. Okay, schau mich an. Ich weiß, du hast deinen 5. Try aufgebraucht, aber ich gebe dir einen letzten Try, weil Marvin mir gesagt hat, dass wir bei 20.000 Likes die Glocke aktiv klingeln lassen und der Shoutout geht an Thomas GAG. Bang! Du hast die Glocke aktiv. Digga. Du bist zu tief drin, der Feister. Ein kriegst du noch. Okay, einen mach ich noch. Komm mal, let's go. Was sagst du, Marvin? Warte mal. Okay, dein allerletzter Versuch, kämpf! Yo! Oh mein Gott, yo! Ja, du hast es! Ich mein. Nein! Oh mein Gott! Du darfst dir den speziellen Loot rausnehmen. Yo! Ja. 9 Und ich Diamanten! Ich werde Marvin befreien. Marvin, ja. Kommt der aus Sachsen? Marvin? Ich muss sagen, wirklich, ich habe lange nicht mehr jemanden so kompetentes gesehen wie dich. Danke, Bro. Wird schwer sein für die nächste, mit der nächsten Challenge, mein Bester. Okay, du kannst zu der Kiste da gehen, das Marvin. bitte geh zur Kiste. Da ist der Schlüssel für Marvins Käfig. Ist das schlecht? Nein, hey. Ja, okay. Du musst Marvin retten, Bro. Ich muss Marvin retten. Das ist dumm, Digga. Was ist der Plan, Bro? Was ist der Plan? Ich wollte die runterdroppen lassen. Ich meine... Ja, dafür, dass es da ist, dass du gefunden hast. Aber was ist da unten? Nichts. Oh mein Gott! Schade! Holy shit, yo! Yo, what the fuck? Ich bin weg, ciao, Gamer out! Ist das krank, wirklich. Ich musste gerade Marvin retten, Norman. Marvin? Ja, mein Bruder. Ja? Wie? Du bist nicht Kelvin. Ich bin Kelvin, das ist der Game Master. Nein, du bist nicht Kelvin. Doch, ich bin er. Nein. Doch. Ich bin er. Du bist Kelvin Andreas Teller. Nein.
Ich bin Kelvin von den Prank Bros. Mann, Digga, so. Wir sind zu tief drin. Bruder, ich hab dich auf Ernst gefragt, ob die zu uns im Podcast kommen. Wenn die das hier sehen, Bros, Feierabend. Die kommen niemals. Die kommen niemals. Okay, Männer, ist ja alles schön und gut, aber ich muss jetzt weiterarbeiten. Sorry. Junge, ich habe so viel abgebaut hier auf diesem scheiß Server heute. What the fuck? Ohne Beacon. Digga, mein Beacon ist weg. Wie denn hat den Beacon verbrannt? Halt's mal. Heilige Scheiße. Oh mein Gott. Passt das? Kommt jetzt Lava von oben einfach? Nein. Nee. Nein. Nein, ja, shut the fuck up. Also, no joke, also hätte er ich bin der Candyman. So durchgezogen, hätte er es überlebt. Wer will meine Candy sehen? Aber der Candy dreht sich um. Ich, Candyman. Hier ist meine Candy. Er hätte Candy. Das Ding outspeedet. Bro. Das ist so Comedy-mäßig. Bro, er läuft da so hin und man sieht schon den Loot da unten. Nee. Und dann kommt da oben die Lava. Junge, ist das krass. Das ist verrückt. Und jetzt ist der Beacon komplett weg. Guck mal, wenn die Lava oben kommt, also spur nochmal zurück und dann geh nochmal an den Moment, oder? Wo er die Lava baut, so kurz nach oben guckt und dann achte mal auf seine Facial Expression, danach lockt er so richtig ein. Er dachte so, ich habe jetzt nur eine Chance. Er ist so richtig locked dann. Er geht so ein Stück nach vorne auch und macht dann so die Zunge so. Er ist so richtig drinne, Digga. Scheiße. Und du hörst nur von Reese, ich bin der Candyman. Das ist das Letzte, was ich hören will, wenn ich sterbe, Digga. Ja, real talk. Alright, Freunde. Tag 1 geht zu Ende. Das hier ist der aktuelle Progress. Ich finde, klar, es sieht nicht so mega viel aus, aber wir mussten heute den ersten Tag ohne Beacon bestreiten. Wieland ist ja auf dem Weg, gerade mir einen zu holen. Gucken wir mal, ob er es morgen schafft. wenn euch das Ganze gefallen hat, Freunde, und ihr mehr Craft Attack sehen wollt, liked das Video, Freunde, und dann machen wir mehr. Ich hab Bock. Morgen geht's weiter. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.